Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder eine Rezension für euch. Das Buch durfte ich vorab quasi lesen, wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Und das Buch seht ihr hier neben mir eingeblendet. Und zwar von Lily S. Corvin aus der Stars-Reihe, und zwar Eagle. Das ist der 11. Band der Reihe. Ich habe die Reihe zuvor noch nie gelesen. Da gibt es anscheinend 11 Bände davon, wusste ich auch nicht. Und wie gesagt, ich durfte dieses Buch jetzt vorab als Rezensionsexemplar lesen. Also, was geht's im Buch? Es geht um Liam. Liam ist ein Soldat gewesen, ist in Afghanistan stationiert gewesen und ist Helikopterpilot, ist da ausgebildet worden. Und Liam Hayes hat was Schlimmes erlebt. Er hat knapp einen Helikopterabsturz überlebt, nur leider ist bei diesem Absturz sein allerbester Freund Tom ums Leben gekommen bei diesem Absturz. Und jetzt ist es so, dass er schwer verletzt überlebt hat und wieder ins Krankenhaus gebracht wurde. Er ist in Deutschland stationiert gewesen, also hat er seinen Militärdienst absolviert, aber in Afghanistan hat er eben seine Ausbildung dann weitergemacht. Und jetzt ist es so, dass er eben jetzt rausfinden möchte, die Verlobte von seinem besten Freund, die weiß wahrscheinlich gar nicht, dass er tot ist. Oder sie weiß, dass er tot ist, aber sie weiß nicht, wie er gestorben ist. Und er möchte eben rausfinden, wo sie lebt. Er geht zurück in die USA und sucht nach ihr, findet sie aber leider nicht unter ihrem Namen, weil sie hat jetzt wieder. Die Emilia hat wieder ihren Mädchennamen angenommen, lebt zusammen mit ihrer Schwester wieder in den USA eben und hat eine kleine Tochter, die Madison. Und Emilia wird von einem Stalker belästigt, der ihr Blumen vor die Haustür stellt, Pralinen. Also es fängt eigentlich relativ harmlos an. Sie arbeitet in einem Café zusammen mit ihrer Schwester und da kriegt sie immer Blumen hingestellt jeden Tag und dann kommen die Blumen auf einmal an die Haustür und dann kommen auf einmal werden nicht nur Blumen an die Haustür gestellt, sondern auch Pralinen, die sie anscheinend in ihrer Zeit in Deutschland sehr gerne gegessen hat und wundert sich, von wem kommt es, von wem ist es. Auch mal so kleine Kärtchen sind immer dabei mit einer Nachricht immer. Und Liam ist auf der Suche nach einem neuen Job. Er möchte sich in der Security da ein bisschen umschauen, also bei einer Sicherheitsfirma arbeiten. Und es ist jetzt, und er bekommt ein Angebot, ein Jobangebot und kriegt auch den Job und sagt und trifft ganz zufällig die Schwester von Emilia, die Nele. Und Nele erzählt ihm halt eben, dass halt Emilia von einem Stalker belästigt wird seit einiger Zeit und ob er vielleicht den Fall übernehmen könnte, und die Sicherheitsfirma sagt, okay, musst halt nur aufpassen, dass du dann nicht zu persönlich da involviert wirst dann in die ganze Sache, weil dann könnte es ein bisschen brenzlig werden. Aber er sagt, okay, ich schlafe zwei Nächte drüber, und dann nach ein, zwei Tagen hat er sich dann entschieden und sagt, okay, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt einfach mal aus und schaue jetzt einfach, wie es eben so geht, ob das wirklich funktioniert, auch die Zusammenarbeit und alles. Und es ist dann so, dass er dann nach und nach rausfindet, dass das Grundstück auch relativ groß ist, aber leider halt überhaupt nicht wieder, es gibt keinen Zaun, es gibt keine Mauer, es gibt eigentlich gar nichts, was man irgendwie, wo man sagen könnte, hey, da kann jemand wirklich überhaupt nicht aufs Grundstück kommen, aber das ist relativ schlecht einsehbar, auch wenn es viel Büsche und so gibt, das sagt er dann auch. Also Emilia ist schon, finde ich, schon schockiert, als sie ihn dann zum ersten Mal wieder sieht und denkt sich, wie im falschen Film eigentlich fast. Und ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber an sich hat mir die Geschichte gut gefallen. Beide Sichtweisen kommen gut im Buch eben, kommen gut in der Story unter. Es wird einfach ein bisschen darauf eingegangen, wie einfach beide mit diesem Verlust einfach umgehen. Also er hat seinen besten Freund verloren, sie natürlich ihre erste große Liebe. Das ist natürlich auch nicht einfach für beide, aber beide kommen sich nach und nach näher. Es knistert auch schon und
Sie merkt, dass da auf jeden Fall was geht, dass da auf jeden Fall Gefühle da sind. Und es ist schön, dass einfach beide das quasi ja, auch langsam angehen. Zumindest hat man am Anfang den Eindruck, der Schreibstil passt wunderbar zur Geschichte. Also ich mag so Geschichten, die einen Bezug zum Militär haben, ob jetzt Soldaten oder Marines, ist ja egal. Ich mag das einfach, es hat gut gepasst und vielleicht werde ich das eine oder andere Buch vielleicht noch lesen. Es gibt ja anscheinend jetzt noch 10 Bücher dazu. Ich denke wahrscheinlich immer mit neuen Charakteren natürlich, denke ich, mit einer neuen Handlung. Und ich bin sehr gespannt. Vielleicht werde ich da noch das ein oder andere Buch vielleicht noch lesen davon. Mal schauen. Und wie gesagt, mir hat es gut gefallen. Ein tolles Buch. Also ein bisschen Abwechslung einfach mal. Also wirklich, ich mag so Geschichten, die eben einen Bezug zum Militär auch haben. Das war da eben super verpackt eben. Einfach auch, wie gesagt, zu erfahren, wie beide halt eben mit diesem großen Verlust umgehen. Wie beide versuchen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Vor allem für Emilia. Also, wie dann beide auch nach und nach dann auch die Wahrheit rausfinden. Erst natürlich, wer der Stalker ist und zweitens natürlich auch, wie ihre große Liebe Tom auch wirklich ums Leben gekommen ist. Also sie finden da Sachen raus, die schon schockierend auch sind, wo man sich denkt, aha, okay, das hat, und vor allem auch wusste sie auch nicht, welche Arbeit ihr Vater wirklich gemacht hat. Er hat nur zu ihr gesagt, dass er beim Militär war. Und sonst wusste sie gar nichts. Und das kommt eben jetzt auch nach und nach raus, was wirklich sein Job eigentlich war, was seine Aufgaben waren. Tolles Buch, wie gesagt. Also für diejenigen von euch, die auch auf Bücher stehen, die so einen Militärbezug eben haben, passt es ganz gut. Mir hat es wirklich gut gefallen. Ich habe eigentlich gar nichts auszusetzen. Ich kann dem Buch wirklich, weil es mir wirklich so gut, wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, 5 von 5 Sternen geben, weil es mich total einfach mal ein bisschen Abwechslung gebracht hat, mal ein bisschen was anderes war und ich schon länger kein Buch mehr gelesen habe, was mit Militär, Bezug hat. Also finde ich super gemacht von der Autorin. Also vielleicht werde ich, wie gesagt, das ein oder andere Buch noch aus dieser Stars-Reihe lesen. Die Rezension zu diesem Buch findet ihr natürlich wie immer auf meiner Lovely-Book-Seite. Die habe ich euch hier unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr euch den anschauen und durchlesen. Ja, jetzt bin ich eigentlich fast wieder am Ende angelangt von meinem kleinen, aber feinen Video. Das sind schon fast wieder 8 Minuten. Ja, wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, dann habt ihr euch schon das eine oder andere Video von mir angeguckt. Könnt ihr das gerne tun. Den Link zu meinem Kanal findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Und meinen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren oder ihr klickt hier einfach hier unten rechts auf Abonnieren. Dann könnt ihr meinen Kanal direkt abonnieren, ohne euch jetzt da unten durch die Infobox durchwühlen zu müssen und den Link zu suchen. So ein kleinfacher Rechtsklick ist natürlich einfacher, das ist ganz klar. Also wie gesagt, wie ihr mögt. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ich hoffe, hat das Video eben gut gefallen. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Meinungen habt, Ideen habt, schreibt es mir doch bitte einfach unten in die Kommentare rein. Dann bin ich gern bereit, die eine oder andere Frage oder auch Idee umzusetzen, je nachdem, wie realistisch das natürlich auch ist. Ja, und ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und sag Servus und Baba. Ciao!